Herzlich willkommen zum Chem-Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie das Journal funktioniert und wie ihr mit Hilfe des Journals Fehler rückgängig machen könnt. Wenn ihr in GIMP arbeitet, so wird jeder einzelne Arbeitsschritt im sogenannten Journal gespeichert. Das Journal findet ihr hier rechts, indem ihr auf die zwei gelben Pfeile klickt. Sollten bei euch die zwei gelben Pfeile nicht zur Verfügung stehen, könnt ihr mit einem Klick auf Fenster, andockbare Dialoge und dann Journal dieses Fenster wieder herholen. Ich versuche jetzt mit meinem Stiftwerkzeug das Haus des Nikolaus zu zeichnen. So. Beginne hier mal. Und jetzt komme ich drauf, Jesus Maria, die ganzen einzelnen Linien, die sehen ziemlich wackelig aus. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, dass ich eigentlich in GIMP auch ganz gerade Linien zeichnen kann, so komme ich drauf, das ist nicht die beste Möglichkeit gewesen, das Haus des Nikolaus zu zeichnen. Wie kann ich das jetzt wieder rückgängig machen? Nun, einerseits steht mir die Möglichkeit zur Verfügung, bei Bearbeiten auf Rückgängig zu klicken. Das kann ich in mühseliger Arbeit machen, bis das ganze Haus wieder weg ist. Ich kann aber, und das ist die bessere Möglichkeit, auch hier im Journal jede Änderung mir ansehen. Also hier sieht man von oben nach unten alle Einzelschritte, die ich gemacht habe. Es hat hier begonnen, ich habe eine Linie nach unten gezeichnet, dann nach rechts und unten, dann ist die gekommen, die und so weiter. Und ihr habt jetzt schon gesehen, wenn ich auf diese einzelnen Bilder klicke, kann ich den Zustand von früher wieder herstellen. Ich kann also das auswählen, wo ich weiterarbeiten will. Nun, bei mir macht es Sinn, alles nochmals zu löschen, also nochmal ganz nach vorne zu gehen und das Haus des Nikolaus nochmal neu zu zeichnen. So, ich wähle also wieder den Stift aus. Dieses Mal aber drücke ich zusätzlich die Shift-Taste, damit die Linie gerade wird, auch damit sie gerade nach unten geht, drücke ich zusätzlich die Steuerungstaste, halte diese beiden Tasten die ganze Zeit gedrückt und male somit das Haus des Nikolaus. Auch die 45-Grad-Linie lässt sich perfekt zeichnen, indem ich Shift und Steuerung drücke. Auch hier. Jetzt fehlt noch das Dach. Ich klicke hier hinein. Shift-Taste, Steuerungstaste nach unten. Jetzt sehe ich wirklich, das Haus des Nikolaus ist nun mit tollen geraden Linien gezeichnet. Auch im Journal sehe ich wieder, wie es zu diesem Haus gekommen ist. Angenommen, ich wollte jetzt das Dach anders zeichnen, weil ich drauf komme, okay, das Dach würde besser aussehen, wenn es ein wenig steiler wäre. Dann kann ich hier im Journal die letzten beiden Linien rückgängig machen. Ich gehe also wieder auf diesen Zustand und mal das Dach dieses Mal richtig steil. So in etwa. So, drücke wieder die Shift-Taste und jetzt gefällt mir das Ganze recht gut. In diesem Video habt ihr gesehen, wie ich mit Hilfe des Journals Einzelschritte, die ich gemacht habe, zurückverfolgen kann und wie ich mit dem Journal Fehler, die ich gemacht habe, wieder ausbessern kann.